Hallo und willkommen zu Couchies Kochshow. Heute wollen wir die jetzt folgenden Gerichte mal so ein bisschen anbetrachten. Wie baut man Barfood? Was sollte man beachten? Und hier ein kleiner Vorgeschmack. Ich mache euch mal den Mund etwas wässrig. Natürlich sieht das im Spiel noch nicht so aus, weil es leider für die meisten Sachen nur Symbole gibt. Man kann die Sachen auch nicht irgendwo ablegen. Es erscheint dann nur ein Sack oder ähnlich. Also hier ein paar fiktive Bilder zum Mund wässrig machen und Lust aufs Kochen. Natürlich brauchen wir vor dem Kochen eine Küche. Also ab ins ... Einrichtungshaus. Es ist vollbracht. Wir haben eine neue Küche. Wow, das hat lange gedauert, länger als es hier aussieht. Auch die ganzen Teile zu bauen, die ganzen Wände neu zu ziehen etc. Ja, und ihr seht, ich habe hier quasi so ein offenes Konzept gehabt. Der Essbereich. Und die neue Variation der Aufbewahrung, indem ich die Kommoden in die Wände eingelassen habe, finde ich sehr praktisch. Sieht auch sehr gut aus, finde ich. Und ist platzsparend. Ja, leider wird es allgemein ein wenig dunkel. Ich hätte es vielleicht irgendwo ganz woanders bauen sollen, aber jetzt war ich wirklich fertig und es muss so gehen. Hier die paar Tipps, die ich geben kann, weil es leider nicht so gut funktioniert, die Dekoration. Das sind hier die Fische. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, die schöner auszustellen. Sie dampfen halt immer die ganze Zeit, sobald man das draußen ablegt, die Sachen. Das sind hier die 4, 5, 6 verschiedenen Versionen von Fischen, die es im Spiel gibt. Ja, sie haben eine andere Optik, aber ob es jetzt so viel bringt, das als Deko-Objekt zu benutzen, ist fraglich. So wie hier auch Fleisch. Oder auch folgenden Fischen.
oder auch das Eotenherz als schönes Objekt. Und als kleiner Trick einfach irgendein Öl nehmen. Das sieht so aus wie eine Kanne, die dann irgendwo rumsteht. Der große Haken ist, drückt man einmal E, also E gedrückt halten, um alles einzusammeln. Sammeln sich natürlich auch alle Dekoobjekte in der Küche ein. Und das ist sehr nervig. Wenden wir uns nur den Fischen zu und ihren Eigenschaften. Sehen hier, die haben verschiedene Eigenschaften. Ausdauer, Regeneration, maximale Ausdauer und spezielle Widerstände. Genauso auch maximale Gesundheit oder Gesundheitsregeneration. Ist von Fisch zu Fisch unterschiedlich. Und je nach Klasse sind auch die Werte höher oder unterschiedlich. Bei den Fischen gibt es so keine direkten Tierklassen wie bei den anderen Gegenständen. Hier sind meine ganzen Fische. Ich packe die mal weg. Dort hat man auch das Phänomen, wenn man sie auch nochmal weiterverarbeitet, gibt es hier filetierten Rundfisch, aber auch entgräteten Fisch. Und auch die nehmen natürlich diese Werte mit. Man braucht die für verschiedene Gerichte. Und hier sind meine ganzen Öle abgelegt. Denn wenn man auch Fische zu Ölen macht, behält dieses Öl natürlich die Werte. Und somit kann man aus einem Fisch gleichzeitig die Fleischzutat machen, aber auch das benötigte Öl für eventuell Teig oder andere Sachen und kann deren Werte mit in das Essen einbringen. Was so gar nichts bringt, außer zum Rumprobieren und zum Testen mal am Anfang, sind Öle aus den Samen von normalen Fasern. Damit kann man am Anfang mal rumspielen, um es zu testen. Aber man sollte sich aus den anderen Samen, jemals da, wo man Öle herstellen kann, immer mal die Werte angucken. Lohnt sich das? Habe ich genug davon? Und mache ich mir daraus ein perfektes Öl als Grundbau, so wie hier zum Beispiel Rittersporn, sehr genial. Allerdings kann man Rittersporn selber nicht anbauen, den muss man also sammeln. Da fehlt es leider noch im Spiel. Aber hat man jetzt spezielle Tiere gefunden, spezielle Fleischsorten und gar nicht so viel davon, dann könnte man vielleicht jetzt nur 3-4 Sachen davon herstellen, also 3-4 Einzelgerichte. Würde man daraus aber ein Öl machen, könnte man vielleicht das strecken, indem man es ja mit Mehl zu Teig macht und daraus dann mehrere Teigprodukte herstellen mit diesen Werten. Hier sind meine ganzen Samen abgelegt. Die habe ich jetzt noch nicht so richtig sortiert. Da müsste ich mir eigentlich noch mehrere Schubfächer machen für. Leider ist das ja, perfekte Ablagensystem hier nicht so vollendet in dem Spiel. Auch die ganzen Samen der Blumen jeweils und sowas haben besondere Werte. Die Besonderheit ist, dass man nicht aus allen Sachen Samen machen kann, leider. Und daraus bedingt nicht aus allen Sachen Öl. Also nur aus den Samen von den Pflanzen, ob nur Blume, Weizen, sonstiges, kann man Öl herstellen. Und genauso kann man auch aus den Samen der Fasern Öle herstellen, was sich jetzt wieder massiv lohnt, wenn wir Öle aus Stufe 5 Fasern herstellen. Gewürze. Gewürze kann ich in der Regel nur aus 3 Sachen herstellen. Und zwar aus Kamille, Ringelblume und diesen Inkor. Und ich kann etwas herstellen, was sich dann Gewürz nennt. Das ist nämlich ganz normal das Salz. Dummerweise wird es dann im Inventar auch als Gewürz angezeigt. Muss man sehr vorsichtig sein, dass man es nicht aus Versehen als Gewürz benutzt. Macht das Spiel und das gute Salz dann weg ist. Weil Salz braucht man speziell für Gerichte. Damit, das funktioniert dann nicht mit anderen Gewürzen. Ich stelle hier im Background mal aus diesen Samen der Aloe und aus den Samen der Kamille hier Öle her.
Und wir gucken uns gleich mal die Werte an. So, jetzt stellen wir noch Gewürz her. Aus der Kamille. Und aus dem Ingwer. Nun die Werte. Hier sieht man Ingwer der gebundenen, daraus ein Gewürz hergestellt, Ausdauerregeneration, Tarnungswertung, Gewürz aus Kamille, Ausdauerregeneration und Widerstand gegen Kälte. Hier nochmal den Unterschied zur Kamille als Gewürz und als Öl. Und hier nochmal die verschiedenen Gewürze mit ihren Werten. Ingwer der gebundenen. Ausdauerregeneration, Tarnungswertung, Miasma-Resistenz und Miasma-Damage. Gewürz der Kamille. Ausdauerregeneration, Widerstand gegen Kälte. Gewürz der Ringelblume. Maximale Ausdauer, Widerstand gegen Eis, Widerstand gegen Feuer, Widerstand gegen Gift. Das normale Salz. Gesundheitsregeneration, Ausdauerregeneration und Sättigung. Gewürz des Tees, Ausdauerregeneration, Widerstand gegen Regen, Widerstand gegen Hitze. Gewürz der Tulpe, Gesundheitsregeneration, Ausdauereffizienz. Besonders Gewürz aus Zwiebel, maximale Gesundheit, Ausdauerregeneration und Widerstand gegen Regen. Wenden wir uns nun Obst und Gemüse zu. Hier gibt es die Zwiebel. Die kann man eigentlich nur direkt benutzen in Gerichten, kann sie allerdings nicht zusammen machen und entweder anbauen. Und es gibt die Gemüsezwiebel, aus der kann man Samen und auch dann Öl herstellen. Hier haben wir die verschiedenen Pilze, Tomaten, die Beerensorten. Wichtig, es gibt zwei verschiedene Pilze, Spiropilz und den Portobello-Pilz, die sehen aber gleich aus vom Symbol. Dann habe ich noch Geisterpilz gefunden, das sind diese Level 4 bzw. 5 Sachen, die man an diesen großen Bäumen oder besonderen Orten findet und kann die dann da abbauen. Man kann sie leider nicht selber nochmal zusammen machen und selber anbauen. Kaffee, Beeren, alles hat ihre speziellen Eigenschaften und die haben halt den Vorteil, man kann daraus Öle herstellen und ergo damit, also aus den Samen, dann wieder Öle herstellen oder man kann sie halt direkt benutzen in gemischten Gemüse oder anderen Gerichten. So, jetzt geht's mal ins Eingemachte. Wir wollen was kochen. Und zwar habe ich mal vorbereitet, wir wollen ein spezielles Gericht kochen, dieses hier, Filet Wellington. Dazu brauche ich Shiitake-Pilz, duftender Teig und mariniertes rohes Fleisch. So, ich hole mir noch mal schnell den Pilz. Da, Shiitake-Pilz. Und zwar, es geht darum, irgendwann brauche ich mariniertes rohes Fleisch als Zutat. Und um das herzustellen, brauche ich Marinade. Marinade stelle ich her aus Öl und feinem Salz. Zusätzlich will ich Teig herstellen.
den ich für den duftenden Teig brauche. Für den duftenden Teig brauche ich Aromastoff. Das heißt, ich muss für Teig einmal Öl benutzen, für die Marinade einmal Öl, für den duftenden Teig einmal Öl und für den Aromastoff. Das heißt, dreimal Öl. So, jetzt habe ich das mal vorbereitet. Und zwar habe ich aus den Fasern, hier Wüstenfaser, Klasse 5, Öl hergestellt. Also aus den Samen der Wüstenfaser Klasse 5. Hat die Eigenschaften maximale Ausdauer, magikale Kraft, Bewegungstempo und Widerstand gegen Hitze. Dann habe ich noch Rittersporn, was sehr genial ist, kann man allerdings nur finden, da der Rittersporn nicht anzubauen ist. Dann Waldfaser hat die Eigenschaften maximale Gesundheit, Tarnungswertung, Widerstand gegen Regen und maximales Gewicht. Dazu die Sumpffaser, maximale Gesundheit, maximale Ausdauer, Widerstand gegen Gift. So, das heißt, wir werden uns jetzt als allererstes mal die Marinade machen. Aus. Ich nehme jetzt das unterste. Ich nehme ganz normales Salz, da gibt es nur eins. Und jetzt habe ich hier die Werte, die das ergibt in der Marinade. Ich kriege also 20 Gesundheit, 25 Ausdauer, Widerstand gegen Gift, Robustheit, Gesundheitsregeneration, Ausdauerregeneration und Sättigung. So, wenn ich das jetzt abwandeln würde. Moment, Sumpffaser oder Wüstenfaser. Schön, dass er jetzt gar nicht anzeigt. Doch, ich muss so raufgehen. Wir werden mal hier als erstes auf die Gesundheit gehen. Wir nehmen also, Moment, maximale Gesundheit. Wir machen mal die Sumpffaser als erstes. Gut. Jetzt gehen wir zum Aromastoff. Dafür nehmen wir uns die Blume, und zwar die Dahlie. Tarnungswertung 50, Widerstand gegen Gift, Miasma-Resistenz 15 und wir kriegen nochmal 20 Gesundheit. Nun überlegen wir uns, welches Öl wir dazu nehmen. Sumpf hatten wir gerade. Ich würde hier mal auf der Favorit hier Rittersporn jetzt gehen. Wir kriegen 20 maximale Gesundheit, Miasma-Resistenz, Gesundheitsregeneration und Ausdauerregeneration. Und den stellen wir jetzt einmal her. So, jetzt haben wir noch ein kleines Problem. Wir brauchen eigentlich Gewürz. Der Haken ist, Gewürz kann ich aus beliebigen Pflanzen herstellen, die zu Gewürz verarbeiten können. Im Zweifel stellt euch Gewürz hier aus Kamille oder, Moment, Ringelblumen sind ziemlich gut, maximale Ausdauer. Oder hier aus Kamille, Ausdauer, Regeneration und Widerstand gegen Kälte. Jetzt habe ich aber Gewürz aus Zwiebel gekriegt. Und zwar kriegt man das im Sumpf, wenn man einen von diesen, ja, diesen Riesen, die da durch die Gegend stapfen, leider in der Regel nur, wenn man mit denen zerlegt. Oder manchmal, wenn man ihm ein Geschenk gibt, gibt er ihnen auch das Gewürz. Aber in der Regel gibt es diese Zwiebeln und dieses Gewürz, das droppt er nur, wenn man ihn tötet. Dieses Gewürz hat halt diese geile Eigenschaft, maximale Gesundheit 25. Deswegen werden wir das jetzt benutzen, um unser Fleisch zu würzen. Und zwar gewürztes rohes Fleisch. Dazu habe ich jetzt Jana-Fleisch genommen. Das gibt es, wenn man erwacht. Die Sumpf-Version
der, ja, der Katakomben da spielt. Und jetzt nehme ich dazu dieses Zwiebelgewürz, was uns dann hier eine maximale Gesundheit 55, Robustheit 30, maximale Ausdauer 30, Widerstand gegen Gift, Ausdauerregeneration und Widerstand gegen Regen gibt. Also stellen wir das einmal her. So. Jetzt brauchen wir noch den duftenden Teig. Den stellen wir jetzt aus dem hergestellten Aromastoff der Dahl her. Und jetzt brauchen wir Teig. Den glaube ich zweimal. Wir jetzt erstmal einmal herstellen. Und zwar da nehmen wir jetzt mal ein anderes Öl. Und zwar Waldfaser. Widerstand gegen Regen, maximales Gewicht, Tarnungswertung und maximale Gesundheit. Und unser Weizenmehl. So, und nun den duftenden Teig. Dazu nehme ich jetzt unser Aromastoff und jetzt den hergestellten Teig. Kommen wir auf Tarnungswertung 70, Widerstand gegen Gift 55, Miasma-Resistenz 15, maximale Gesundheit 40, Gesundheitsregeneration 35, Ausdauerregeneration 20, maximale Ausdauer zusätzlich 15, Widerstand gegen Regen, maximales Gesicht 15. Und hergestellt. Gut, fertig. Jetzt stellen wir unser mariniertes rohes Fleisch her. Wir nehmen das gewürzte rohe Fleisch, jetzt die Marinade aus dem Sumpf, also Sumpffasern. Wir kriegen hier Robustheit 40, maximale Gesundheit 75, maximale Ausdauer 55, Widerstand gegen Gift, Ausdauerregeneration, Widerstand gegen Regen, Gesundheitsregeneration und Sättigung. Stellen wir mal her. Jetzt fehlt uns nur noch das letzte. Das eigentliche Rezept. Filet Wellington. Wir haben hier immer jeweils nur eins hergestellt. Wir nehmen das Diana-Fleisch, mariniert und gewürzt vorher. Den duftenden Teig. Und Shiitake-Pilze. Ergibt folgendes einmaliges Mahl. Maximale Gesundheit 860, maximale Ausdauer 25, Gesundheitsregeneration, Ausdauerregeneration und Sättigung und hält 3600 Sekunden. Jetzt könnten wir uns hier nochmal ein anderes Gericht aussuchen. Sollten wir uns eher an sowas wagen. Kapitänsplatte. Weil da hat man Fisch. Braucht Salat und Brühe. So, fertig. So, da ist unser Filet Wellington. Maximale Gesundheit 860, maximale Ausdauer 25, 5x5, Gesundheitsregeneration 21 pro Minute, Ausdauerregeneration 6,2, Sättigung 130 und hält 3600 Sekunden. Jetzt werden wir uns noch an ein zweites Gericht wagen, Kapitänsplatte. Denn der Vorteil ist, wir haben da wieder drei Hauptinkredenzien. Dazu werden wir uns jetzt als erstes die Brühe herstellen. Stellt man hier am Mörser her. So, für die Brühe brauchen wir Knochen, Öl und Gewürz. Öle hätten wir jetzt schon. Und brauchen auch Knochen. Jetzt habe ich hier verschiedene Knochen, Fabelwesenknochen,
Klasse 3, Klasse 2. Guck mal, ob ich irgendwo was in Klasse 3 habe. Komischerweise habe ich die irgendwie nicht so richtig oft. Hier. Wir hätten hier Raubtierknochen. 20% Gesundheit. Und Gesundheitsregeneration wäre hier drauf. Jana-Knochen gäbe Perfektum. 30 Gesundheit, maximale Ausdauer, Widerstand gegen Gift und Robustheit. Das nehmen wir mal und werden uns jetzt hier die Brühe herstellen. Das heißt, die Jana-Knochen. Jetzt werden wir gleich nochmal variieren. Diesmal kann ich jetzt hier das Zwiebelgewürz noch nehmen. Und wir versuchen mal, was wir hier an Werten rauskriegen. Also für Gesundheit und für Ausdauer. Hier wäre maximale Gesundheit natürlich perfekt. Wir bräuchten aber mal jetzt noch mal was für viel Ausdauer. Das heißt, wir würden hier dann eher die Wüsten... Ne, hier. Die Sumpffaser nehmen, würden hier auf 75 Gesundheit, 55 Ausdauer kommen und stellen jetzt einmal die Brühe her. So, wir brauchen noch Salat. Salat stellen wir hier aus gemischten Pflanzen. Kreuzblütelgemüse und unserem Gewürz. Da bräuchten wir noch mal ein anderes. Da würde ich, Moment, ich würde mal das Salz wegpacken. Können wir jetzt die Tulpe nehmen, Gesundheitsregeneration. Bei Tee, Kamille oder Ringeblume. Ich würde hier nochmal Ringeblume nehmen, damit wir auf mehr Ausdauer kommen. Und nehmen uns jetzt nochmal passend, nehme ich blaue Beeren mal mit. Ich weiß nicht, ob der Portobello-Pilz funktioniert. Kann man den Pilz hier nehmen? Ich nehme mal die Kartoffel mit. Spinat, Tomate und die ganzen anderen Sachen. Und dieses Besondere. Also, wir wollen Salat herstellen. Nochmal. Salat machen wir aus Gewürz und gemischten Pflanzen. Jetzt brauchen wir gemischte Pflanzen. Versuchen wir mal, was wir jetzt hier nehmen können. Wir könnten hier nämlich mal diese Geisterpilze verarbeiten. Die geben 25 Gesundheit und 30 Ausdauer. Und jetzt noch eine zweite Version. Und jetzt sehen wir, wenn wir das dagegen halten, was wir kriegen dafür. Also die Zwiebel würde uns in Gesundheit und Ausdauerregeneration erhöhen. Die Dahlia Gesundheit. Shiitake, mehr Sättigung, Ausdauerregeneration. Mit den rohen Beeren kriegen wir noch mehr Ausdauer hin. Das gibt mehr Sättigung. Kartoffel würde uns noch mehr Ausdauer geben als die Beeren. Ich nehme mal die. Wir wechseln nochmal. Jetzt hätten wir noch den Spinat. Hätten wir mehr Ausdauer, aber weniger Ausdauer, mehr Gesundheit. Hier die Tomate gibt mehr Gesundheit und auch Gesundheitsregeneration. Keins der anderen Sachen gibt uns jetzt mehr Ausdauer. Also nehmen wir jetzt die Kartoffel und die rohen Pilze und stellen wir uns gemischte Pflanzen her. Jetzt ist unser Salat perfekt. Wir haben gemischte Pflanzen aus dem Geisterpilz, Gewürz aus der Ringeblume und stellen jetzt unseren Salat her. So, jetzt fehlt uns noch filetierter roher Fisch. Den stellt man aus entgräteten rohen Fisch her, den man wiederum herstellt aus rohen Fisch.
Wir gehen unseren Fisch und suchen uns jetzt einen Fisch mit möglichst viel Ausdauer. Das heißt, hier ist viel Gesundheit und weniger Ausdauer. Das wäre der Heidenwüstenkerbling, der hat die maximale Ausdauer von 20. Maximale Gesundheit. Maximale Gesundheit. Ich würde jetzt hier den Wüsten, also den Heidenwüstenkerbling empfehlen. Jetzt gucke ich mal, ob ich den schon mal irgendwo habe. Nee, prismatischer Wüstenkerbling. Gut, dann nehmen wir den Wüstenkerbling. Stellen jetzt als erstes den entgräteten Fisch her einmal. So, das Rezept verschwindet dann, wenn man es hergestellt hat. Jetzt stellen wir den filetierten Fisch her. Aus dem entgräteten Fisch. So, auch dieses Rezept verschwindet. Wir gehen auf die Captainsplatte, suchen jetzt alle unsere Ingredienzien aus. In dem Fall ist es einfach, weil wir alles nur einmal im Inventar haben. Wir kommen jetzt hier auf eine maximale Gesundheit von 350, maximale Ausdauer 198, Gesundheitsregeneration, Ausdauerregeneration, Sättigung und das hält 1620. Stellen wir einmal her. So, fertig. Jetzt haben wir hier unsere Kapitänsplatte, Heidenwüstenkarpfling mit den Werten 350 Gesundheit, 198 Ausdauer, 200 Gesundheitsregeneration pro Minute, Ausdauerregeneration, Sättigung und es hält 1620 Sekunden. Pack mal wieder weg. So, jetzt soll es noch mal ein drittes Gericht geben. Und zwar mariniertes rohes Fleisch und filetierter roher Fisch ergeben Surf and Turf. Wir nehmen den filetierten rohen Fisch, indem wir einmal entgräteten rohen Fisch herstellen. So, und daraus den filetierten rohen Fisch herstellen. Okay, auch fertig. Jetzt brauchen wir wieder mariniertes rohes Fleisch. Das heißt, wir brauchen gewürztes rohes Fleisch und Marinade. Fangen wir mit dem gewürzten rohen Fleisch an. Gucken, was wir noch haben. Wir könnten jetzt entweder das Jana-Fleisch nehmen oder wir könnten jetzt auch den Wüstenkerbling als Fleisch nehmen. Das heißt, man könnte dieses ganze Gericht auch nur aus Fisch herstellen. Und wir haben jetzt noch Ringerblumengewürz. Stellen wir jetzt einmal gewürztes rohes Fleisch her. Währenddessen kümmern wir uns um die Marinade. Dazu fehlt uns noch feines Salz. So. Marinade. Wir nehmen das feine Salz. Und jetzt suchen wir uns aus, was wir noch haben wollen. Wir hätten Ausdauer und Gesundheit. Ich würde jetzt nochmal versuchen, auf maximale Gesundheit zu gehen. Waldfaser haben wir noch gar nicht benutzt. Nehmen wir das. So, fertig. Jetzt können wir uns hier ranwagen. Es fehlt uns noch das marinierte rohe Fleisch. Wir haben ja bloß ein Stück. Nehmen die Marinade aus Waldfaser. Stellen das her.
So. Und nun automatisch befüllt, werden wir dieses schicke Gericht Surf and Turf herstellen. So, fertig. Passt ja, ich bin gerade am Verhungern. So, das ist jetzt unser Surf and Turf Gericht aus Janafleisch. Es gibt maximale Gesundheit 3,99, maximale Ausdauer 76. Und das werden wir uns jetzt mal zusammen mit den anderen Gerichten, die wir hergestellt haben, zusammen reintun. So, wir haben uns das hier hergestellt. Und da oben. So, bevor wir das jetzt essen, zeige ich nochmal, was ich hier sonst alles hier mal hergestellt habe. Ganz normales Brot. War hier mit nur relativ moderaten Werten. Butterweiches Steak. Das ist aber quasi schon fast zu schade, weil man dann lieber so ein höherwertiges Filet erstellen könnte. Dann auch für den für den normalen Alltag kann man hier sehr gut dieses Fischfilet einfach bloß herstellen. Um so zu Hause zu werkeln, braucht man nicht so hochwertiges Essen. Genau dasselbe aus dem gegrillten Fisch. Das reicht jetzt immer für den Alltag. Und die gemischten Pflanzen kann man auch so essen. Dann gibt es hier noch Klöße, Kaffee, Mondnektar, normalen Nektar, dann das rituelle Fabelwesenfleisch. Da habe ich normalen Salat aus Wasserspinat, Tee und Kekse, denke ich mal. Maximale Gesundheit gibt es hier ein bisschen was. Dann haben wir ein anderes Surf und Turf, das habe ich anders hergestellt. Sülze kann ich noch nicht herstellen, die habe ich nur gefunden. Dann gibt es hier noch den Shepherd's Pie. Der würde sich auch lohnen herzustellen, weil man dort wieder Teig verarbeitet und Fleisch. Dann das klassische Sashimi. Gibt immer also für den Alltag ganz gut Ausdauer und Gesundheit. Und das wäre es hier an dieser Stelle. Und wir werden uns jetzt unser Leckeressen mal reintun. Und ihr beachtet bitte mal die Werte unten. Guten Morgen. Wir werden zwar nicht ganz in unsere Essecke, sondern mal ans Meer gehen. Und jetzt beachtet ihr bitte die Werte unten links. Wir fangen mal mit dem Kleinen an. Surf and Turf. Und sind hier schon auf 2175 Gesundheit. Jetzt hauen wir noch die Kapitänsplatte rein. Gehen jetzt hier hoch auf 2525. Und hauen das Filet Wellington noch hinterher. So. Jetzt müssten wir hier eigentlich alles sehen. Wir kommen jetzt hier rechts oben auf eine gesamtmaximale Gesundheit von 3385. Eine Ausdauer von 549 und haben 1180 Hoffnung. Unsere Gesundheitsregeneration ist 575, Ausdauer 75. Ja. Und das ist jetzt ein guter Anfang, mit dem man sehr geschmeidig irgendwo in der Wacht jetzt ins Dungeon gehen kann und dort gut ausgestattet ist. Man sollte natürlich ein paar mehr produzieren als nur eins, weil das hält ja roundabout, eins hält fast eine Stunde, das andere hält nur 25 Minuten, da bräuchte man ein bisschen mehr. Auf jeden Fall lohnt sich das Ganze mit dem Kochen, weil man wirklich extrem hohe Gesundheits- und auch Ausdauer-Regenerationswerte hinkriegt. Und mit dem kleinen Blick aus dem Sonnenuntergang würde ich mich verabschieden und danke fürs Zugucken. Das war die kleine Kochshow.